So, wir gehen jetzt hier einmal die Treppe hoch. Und jetzt geht's da hinten bei dem Turm weiter. Hier ist nämlich ein Fahrstuhl. So, da haben wir schon den ersten Gargoyle. Diesmal nicht als Endboss, sondern als Zwischengegner. Nee, zu spät. Ich wollte gerade mal versuchen, ob ich den vielleicht mit Giftpfeilen noch belegen kann, aber... Eieiei. Ah, wir können mal versuchen, dass wir dem vielleicht den Schwanz abgeschlagen kriegen. Jawohl, dann bauen wir die Gargoyle-Axt. Sehr gut. Ja, der ist natürlich jetzt ein bisschen sauer. Der verliert schon gern seinen Schwanz. Gut. Ja, die haben einiges an Trefferpunkten. Also da müssen wir ein bisschen... Ja. Treiben sollte man es dann auch nicht. Ja, aber wir haben ihn gleich. So, das war's schon. So, sehr schön, ja. Wir haben ihm den Schwanz oder Schweif, wie auch immer man das benennen möchte, abgeschlagen. Die Gargoyle-Axt bekommen, eigentlich auch eine sehr gute Waffe. Habe ich persönlich noch nicht benutzt. Dann müssen wir hier rum. Hier gibt's noch eine Kiste. Wieder Dämonen-Titanit, sehr, sehr gut. Brauchen wir ja, wie gesagt, sehr bald für unsere neue Waffe. So, dann geht's hier durch. Und dann müssen wir hier hochbalancieren. So, da müsst ihr hier ganz versuchen, ganz links zu bleiben und dann runterspringen. Und dann ist hier ein Fenster offen, da können wir rein. Und hier geht's weiter. Hier kommt von oben gleich so ein Typ gesprungen. Der kriegt gleich mal einen Speer in den Rücken, dann war's das auch schon. Oh, da hinten haben wir noch einen. Wir schmeißen euch ganz gerne mit Messern, das kann gleich ein bisschen eklig werden. Aber ist eigentlich kein Problem. Kann man gut blocken. Hat der noch was? Nee. Von dem anderen haben wir jetzt Wurfmesser gekriegt. Völlig nutzlos. Braucht man nicht. So, hier wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Was steht hier? Versuch's mit Wunder. Nee. Und zwar müssen wir lang balancieren. Da hinten seht ihr schon. Da stehen auch ein paar Leute rum. Die greifen euch hier oben natürlich an. Muss man ein bisschen vorsichtig sein hier. So, da kommt er schon. Haha, okay. So geht's natürlich auch. Das war jetzt leicht. So, dann könnt ihr hier die Kette durchhauen. Und dann fällt der Kronleuchter runter. Und da unten gibt's noch einen Zauber oder ein Wunder. Ich weiß jetzt nicht genau. Wir sammeln den nachher noch auf. Ich kann euch jetzt noch nicht genau sagen, was das jetzt genau war. So, dann hier weiter. Ich bin immer heilfroh, wenn ich das hier erledigt habe. So, der nächste ist nicht ganz so blöd. Leider. Aber mit dem Blitzspeer
Auch kein Thema. Ja, und dann haben wir die Passage ja schon fast geschafft. So, hört er jetzt nochmal auf, oder? Ja. Ja, dann den noch. Ah, da müsst ihr natürlich aufpassen, ne, dass ihr hier nicht runtergeschmissen werdet. Das war natürlich schon reichlich knapp gerade. Ja, den Rufmesser kannst du behalten. Gut, haben wir das geschafft. Habe ich, glaube ich, noch nie beim ersten Mal geschafft. Schön, dass es jetzt hier im Let's Play so geklappt hat. Wir könnten jetzt noch auf die andere Seite dort rüber. Da seht ihr ja eine Kiste. Aber das macht nicht viel Sinn. Also ihr müsst dann gucken, dass ihr... Guck, man kann da unten lang. Ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ja, könnt ihr für euch selbst entscheiden. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, was man da aufheben kann. Stirb. So. Ich muss gerade mal gucken, ob man von hier unten da jetzt rüberkommt oder ob man von da oben springen musste. Nee, man musste von da auf diesen Absatz möchte rauf und dann kommt ihr da rüber. Machen wir jetzt nicht. Göttlicher Segen, glaube ich, gibt es da zu holen. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Gut, dann geht's hier weiter. Jetzt sind wir hier direkt in der Mitte von dem Gebiet. Und wir müssen jetzt eigentlich runterfahren. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir werden hier mal kurz runter gucken. Ich kann mal orientieren. Wo ist der Gargoyle? Da ist er. Den können wir uns nämlich jetzt, den können wir vergiften. Und uns die ganze Angelegenheit hier ein bisschen einfacher und schneller machen. Nanu. Jetzt. Ah ja, und es tickt da langsam runter. Das dauert jetzt natürlich einen Augenblick, aber das ist eine gute Taktik, um den Kampf an sich halt zu vermeiden und hier halt sicher und einfach durchzukommen. Hier müssen wir dann halt bloß ein bisschen warten. Wir können ja gucken, dass wir vielleicht trotzdem schon mal runterfahren. Er wird uns dann zwar angreifen, aber vielleicht können wir dem Ganzen ein bisschen ausweichen. Einmal zusehen, dass wir noch einmal runtergurken. Er tickt immer noch runter, das ist sehr gut. Okay, das war jetzt nicht so gut, dass wir hier schon hingefahren sind, aber macht nichts. Aua, Gift hat er ja trotzdem... Nein. Gift hat er ja trotzdem noch, tickt langsam weiter. Da können wir ihn eigentlich auch ein bisschen bekämpfen. Dann geht die ganze Geschichte hier ein bisschen schneller. Ihr habt ja gesehen, man kann die vergiften. Ist eine gute Möglichkeit, hier schnell, einfach und sicher durchzukommen. So. Haben wir den auch.
Hi. Das hatte ich auch noch nicht. Gut. Jetzt sind wir quasi ganz unten. Hier ist später auch noch ein optionaler Boss. Den können wir jetzt allerdings noch nicht machen, weil uns da noch ein Ring fehlt. Das macht aber nichts. Wir werden uns das Leuchtfeuer hier auf jeden Fall entfachen. Weil jetzt kommt halt gleich eine Stelle, die nicht ganz so toll ist. Und da ist es schon nicht so cool, wenn man den ganzen Weg nochmal laufen muss vom ersten Leuchtfeuer aus. Da haben wir dann können wir den Ring des Sonnenerst geboren. So haben wir das Leuchtfeuer halt hier. Resetten uns hier. Und dann fangen wir halt hier wieder an. Da ist der Weg ein bisschen kürzer. So, wir könnten jetzt auch hier links, da ist der Kronleuchter heruntergefallen, da wären wir denn jetzt hier unten in der Halle. Machen wir das jetzt? Ja, können wir ruhig machen. So, hier stehen aber ein Haufen von diesen Typen hier rum. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht viele auf einmal bekämpfen müsst. Am besten ist immer nur einer. Das ist nicht immer ganz einfach, aber man sollte es wenigstens versuchen. Weil mehrere von denen, das kann schon ganz schön abartiger Kampf werden. Ah ja, komm. Jetzt, ja, da haben wir schon zwei. Machen wir den fix weg. Die parieren nämlich auch sehr gerne. Dann kommt schon der nächste. Ja, aber eigentlich sind die auch kein Problem. Also ihr müsst halt bloß gucken, wie gesagt, seht zu, dass ihr nicht gerade gegen alle auf einmal in diesem Raum kämpft. Und dann passt das schon. So, dann holen wir uns jetzt den nächsten rein. Na komm her jetzt. Jawohl. Ja, da steckt uns schon mal ein Messer an der Schulter. Na, ihr seht schon, die sind auch sehr fix. Aber letzten Endes werden auch die das Zeitliche segnen. So, ja, hier ist jetzt das, was da in diesem Kronleuchter hing. Und zwar Zauberei, große Waffe. Man hätte jetzt da oben auch einfach auf den Kronleuchter raufspringen können. Das geht natürlich auch. Um sich das zu holen. Aber dann sterbt ihr auf jeden Fall und müsst halt den ganzen Weg nochmal gehen. Na, komm her. So. So, hier rechts bei diesem Bild, dafür haben wir die merkwürdige Puppe geholt. Da müssen wir, da gehen wir später rein. Das machen wir jetzt noch nicht. Ja, wir werden jetzt erstmal zusehen, dass wir den Gebietsboss erledigt kriegen. Dann kriegen wir nämlich das Herrschergefäß. Und wenn wir das haben, können wir uns von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer teleportieren. Hier gibt es noch eine Rüstung. Die Schwarzeisenrüstung ist eine relativ gute Rüstung. Einen hohen Verteidigungswert gegen Feuer, ist aber einfach mal verdammt schwer. Also damit werden wir richtig langsam. Deswegen werden wir die nicht anlegen. Nein, wir werden uns jetzt gleich mal auf den Weg machen, dass wir da oben in die Burg reinkommen. So, dafür müssen wir wieder hochfahren. So, durch die andere Seite.
So, ja, da wollen wir jetzt rein. Das machen wir beim nächsten Video. Hier mache ich erstmal einen Cut. Wir müssen dann da lang und dann da runter. Und da ist die besagte Stelle, die mich hier fast dazu gebracht hat, dieses Spiel nie wieder zu spielen. Ihr werdet es gleich sehen. Wir werden uns das vereinfachen mit den Giftpfeilen. Und dann sage ich mal bis gleich und vielen Dank fürs Zuschauen.